Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Staxel. Ich räume noch mal eben die Sachen weg, die wir heute ernten konnten. Ein bisschen Milch, ihr wisst, das Übliche, ne, jeden doch dasselbe. Die Hühner haben wir auch ausgewrungen. So, dann machen wir das mal eben fertig. Was haben wir denn noch? Da haben wir eine Kaffeebohne, da haben wir das hier noch und den einen hier. Dann können wir hier die Eier hinlegen, wenn er fertig gebrutzelt hat. Zack. Weiter brutzeln, dann einmal den Gurke weg, einmal die Kaffeebohnen weg. Das war Hefe, alles klar, wir brutzeln weiter. Und da wir heute ja nichts anderes zu tun haben, dachte ich mir, gehen wir jetzt mal zu Morell und machen ihr Häuschen schön. Hallo Ria, wie geht's dir? Alles schön, wunderbar und tschüss. So, wir bewaffnen uns wie gehabt. Ich nehme mal sicherheitshalber einen Pilz mit, den können wir im Zweifel immer noch wegschmeißen. Wenn sie immer noch nicht mit uns reden will. Ich glaube, sie will auch noch nicht mit uns reden. Wir machen mal den Super Pursuit Mode an und rasen wie die irren Affen durch den Wald. Wenn wir zufällig was sehen, was wir wegholzen können, dann machen wir das natürlich. Aber ansonsten ist die erste Aufgabe jetzt Morells Haus sozusagen fertig und schön zu machen. Das ist ja das Entscheidende heute. Da einfach mal auch ein Schrittchen weiterzukommen. Wir haben ihr damals ja die entfernte Hütte hier gegeben, da sehen wir sie schon. Und dabei können wir mal gucken, ob wir irgendwo noch einen Pilz finden. Wir machen mal hier großflächig alles kaputt. Das ist, glaube ich, der beste Ansatz. Du brauchst eine Axt, um das zu hacken, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen viel von dem Haus kaputt. Aber egal. So, die muss da jetzt durch. Weißt du, wir sind hier ja nicht bei Wünsch dir was. Ich kann da auch nichts für. So, die Einrichtung nehmen wir auch weg. Die soll sich auch gar nicht mehr wohlfühlen. Weißt du, wer nicht mit uns reden will, der hat dann Pech gehabt. Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Ja? Ja, du blöde Pilzoma. Wenn du dich mal hier wegbewegen würdest, dann hätte ich das bestimmt gesehen. Ich meine, ist natürlich auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite, wir machen das jetzt alles neu, ne? Also das Holz, lassen wir diesen Holzrahmen, lassen wir stehen, finde ich. Das ist eigentlich ganz nett, diesen ehemaligen Baum, ne? So. Und dann bauen wir einfach ein bisschen schön. Mal gucken, ob ich Fantasie entwickle. Könnte ja passieren. Ich habe schon wieder das Spray vergessen, ich Trottel. Warum nehme ich das denn immer nicht mit? Ich bin aber auch manchmal... Also manchmal schäme ich mich für mich selber. Ja, ehrlich, da kann ich auch nicht mehr in den Spiegel gucken. Da denke ich, was bin ich eigentlich für ein selten blöder Wellensittich? So, das nehmen wir hier mal raus. Das sind ja alles Böden, ne? Das geht gar nicht. Das können wir leider nicht. Wir können mal gucken, ob wir das... hau mal ab, Muschi... Könntest du dir vorstellen, dass du gerade ein bisschen im Weg bist? Nö, ne, das kriegst du nicht. Bin ich schon wieder voll? Ach, ich bin schon wieder voll. Na, sowas aber auch. So, dann stellen wir doch einfach mal hier. Ist das richtig rum? So ist richtig rum. Dann 1, 2. Habe ich wieder Dach vergessen? Also manchmal, ne? Aber wirklich nur manchmal. Frage ich mich, was ich für ein Idiot bin. Aber nur manchmal. Ja, man könnte das auch noch komplizierter machen, aber ich denke, das reicht an Komplexität. Reicht das hier völlig zu, das so zu machen. Alles andere wäre sinnvoll und einfach. Und da wisst ihr ja, das ist mit mir nicht zu machen. Einfach. Pff, einfach kann ja jeder. Tja. So. Bett, den Couch, das Ding, der. Dann hatten wir doch hier noch diese komische Pilzlampe, die können wir auch hier hin machen. Dann haben wir jetzt die Baumaterialien, dann machen wir mal Böden. Und Dach, mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Ich habe natürlich die Würfel vergessen, so wie sich das gehört. Ne? Dann hier und das mal als Dachfliese und dann machen wir hier Boden. Einen Boden könnten wir also noch. Und dann haben wir hier die Seitendinger. So,
So, 130. Das können wir machen. So. Jetzt können wir das noch auf Seite legen hier. Ich glaube, das... Nee, das ist was Eigenes, ne? Hölzerner Hausblock und leichter Holzplankenblock. Jetzt wäre die Frage, kriegen wir hier unten was weggebaggert noch? Ich weiß jetzt nicht, ob das schlau ist, was ich hier tue. Ich finde das auch schön, dass die überhaupt nicht im Weg steht, ne? Dass ich die hier nicht wegkriege. Ach Mensch, können wir das nicht ausgraben? Na geht doch. Ich glaube, mit ein bisschen Glück war es das. So. Die bauen wir auch gleich wieder hin, habe ich so das Gefühl. Was ist denn, wenn wir hier zum Beispiel noch einen Durchgang machen? So, jetzt geht's los. So, das hier weg. Das hier weg. Dann machen wir ihr nämlich hier so ein schönes, weißt du? Habt da ein Gefühl für, ne? So, wir müssen ja nicht übertreiben, finde ich. Hier so mit Erker oder so, weißt du? Diesen scheiß Riesenpilz hier weg. Genau. So. Das könnte doch ein schönes Wohnzimmer ergeben hier, oder? Was meint ihr? Dann könnten wir hier vielleicht was hinbauen. So, was nehmen wir denn, was haben wir denn an Boden? 22, leichter Holzplankenboden. Parkettböden, nicht wahr? Mein Stein sieht vielleicht dann doch nicht so geil aus. Wie viel haben wir denn davon? 50. Das könnte eng werden. Dann machen wir den hier hin. Dann grenzen wir das hier sozusagen ab. Na? Wir versuchen, ich weiß, warum hast du die weggemacht? Weil ich es kann. Nicht, dass das immer alles Sinn macht, was ich tue, aber das ist ja auch nur eine Unterfütterung hier. So. Dann machen wir hier einfach weiter. So. Gucken, ob das ausreicht. 50 müssten eigentlich klappen, oder? Die muss ja auch kein Riesenhaus haben. Es geht ja nicht darum, dass die jetzt hier eine Wohnwertsteigerung ohne Ende hat. Der sollte da nicht hin. So. Nimm den mal weg. Da muss noch einer hin. Na, hier kann eigentlich sowas wie Teppich oder so hin, ne? Dann nehmen wir das mal so. Ich hoffe, wir haben alle. Dann nehmen wir mal einen schönen Boden. Hier so ein Baguette-Boden, nicht wahr? Was habe ich da wieder aufgenommen? Na, egal. Riesenpilz. Den stellen wir mal hier rein. Hier diesen ganzen Grasmist mal nach unten weg. Den braucht kein Mensch. Die Erde mal nach unten weg. Dann stellen wir nämlich hier sowas hin, weißt du? Am Rahmen war das nämlich so ein bisschen. Mit Boden, ne? Versteht ihr? Und da drin machen wir Teppich. Weil da muss ja jetzt... also, ja, zugegeben, sieht jetzt noch nicht so geil aus. Aber wenn hier erstmal Teppich draufkommt... Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen klein ist, oder? Also ich würde jetzt schon wieder so Tiny House technisch. Aber so haben wir wenigstens mal Teppich, weißt du? Das sieht ja auch nicht. Das haben wir auch noch nie verwendet. Vielleicht
Also schön ist es nicht, aber... Die steht auf Pilze, die Alte. Also insofern, die sollte ich jetzt nicht so anmachen. Ja, solange sie da nicht rauskommt, kann ich es nicht zu Ende bauen. Das ist okay. Jetzt müssen wir uns Gedanken um... So, dann machen wir hier einfach Steine hin. Ne, der Anbau wird dann farblich deutlich sich abstufen vom Rest. Dann haben wir sozusagen ein Holzfundament. Das Ganze gießen wir dann mit Stein aus. Natürlich völlig bescheuert sowas, aber egal. So, dann müssen wir mal eben, glaube ich, eine Sense nehmen, wenn mich nicht alles täuscht. Können wir das hier mal eben so wegsensen? Ja, das geht. Dann kommt hier noch ein Steinchen hin, nicht wahr? Ein Steinchen. Okay. Habe ich eigentlich irgendwas zum Holz, also zum Hausbauen mitgenommen? Nö. Ja, ihr seht, ich bin Bauprofi. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht. Ne? So ein paar Mal habe ich ja schon mal hier was gebaut. War ich nicht. So, da haben wir zufällig ein Grasblöckchen über. Dann bauen wir den gleich wieder da rein. Auch schön. Und den mal gleich wieder weg. So. Ja, ich würde natürlich persönlich doch gerne, glaube ich, hier die Ecken. So. Mit Holz, weißt du? Und wenn wir da irgendwas mit Holz drauf machen... Mal gucken. Also so schlecht sieht es ja nicht aus. Ne? Kann man doch nicht anders sagen, oder? Guck mal, dann nehmen wir hier zum Beispiel ein Bett. Kann mal einer den Schmetterling da wegfangen? Danke sehr. Dann hat sie hier ihr Bett. Dann machen wir die Pilzlampe nehmen. So. Dann braucht sie ja noch eine Couch, das Sofa. Kommt hier in die Ecke. So. Ist jetzt nicht schön, gebe ich euch ja, ne, Pilzstuhl. Hier. Die Pilzkommode passt natürlich sehr gut hier hin. So. Der Pilztisch, der wird sicherlich ein bisschen im Weg sein. Oh, Axt mal eben weg. So, kann man das auch machen. Warte mal, dann nehmen wir den Stuhl doch einfach hier weg. Das ist wirklich sehr tiny Haus, möchte ich sagen. Und dann stellen wir den Stuhl hier hin. Ist doch so schlecht ist das doch jetzt nicht, oder? So, dann nehmen wir die Eingangstür. Ach, da ist ein Rahmen drin. Ach, guck. Da war ein Rahmen drin. So. Ist doch nicht schlecht, oder? Dann nehmen wir den Rahmen. Dann kriegt sie hier einen Rahmen rein. Ist ein bisschen niedrig, oder? Naja, okay. Muss ich mir ja keine Gedanken zu machen. Ich kann nicht meine aus. Also geil, sagen wir mal so, geil ist anders. Aber wir sind schließlich bemüht. So, dann nehmen wir die mal und dann können wir ja hier mal ein bisschen Licht hinsetzen. So. Hier weiß ich noch nicht, hier haben wir noch keine Möglichkeit. Hier, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Licht. Eine zue Tür brauchst du nicht, ne? Da machen wir ja... Ne, das machen wir nicht zu. Jetzt ist die Frage, womit steigen wir das auf? Und hier mit den Fenstern. Das ist ja auch so eine Sache. Ein Dreierfenster wäre hier super. Hm.
So. Da passt auf jeden Fall ein kaputtes Fenster rein. Hier passt auch noch ein kaputtes Fenster rein. So. Dann gucken wir doch mal mit dem Rasen, dass wir das hier vielleicht irgendwie... Irgendwas scheint da zu sein. Warte. Den weg. Ich brauche eine Schaufel, ja, alles klar. Was ist denn das hier unten? Weil hier muss ja Gras hin, ne? Hier muss ja nicht... So. Hier genauso. Machen wir Gras hin. Das soll schön abschließen. Hier muss kein Holz sein. So. Ja? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also wir könnten uns jetzt noch ein größeres Fenster, wenn wir noch so zwei große und ein kleines Fenster. Das wäre vielleicht noch eine geile Nummer, oder? Ja, das wäre doch noch, oder? Wie seht ihr das? Könnte man machen, oder? Sollen wir das auch mal machen? Dann machen wir, dann bereite ich das vor. Also was brauchen wir? So viel Fenster brauchst du auch nicht, aber auf der anderen Seite kriegen wir schon hin. Gut, ich gehe mal einkaufen, ist eh schon wieder nach Mitternacht, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, diese kleine Baufolge hat euch gefallen und damit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns zu einer neuen Folge von Staxel oder zu einem der vielen anderen Let's Plays auf diesem Kanal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wenn du es noch nicht gemacht hast, gerne auch ein Abo, damit du nichts mehr verpasst. Bis dahin, ciao, ciao!